Ja, ich kaufe den gleich mit dem Brustpanzer hier. Stufe 6 ist echt Banane. Mein Amulett ist Stufe 6. Das geht echt nicht. Habe kaum noch Kohle. Ja, weil du wieder raushaust wie blöd, ne? Ja, ich hab ja nix. Ach, stimmt, ich klau ja diese ganze Chose. Genau, du gibst mir nie was ab hier. Sehe ich auch aus wie eine Beschwörerin. Du hier? Ich habe geguckt, was der so da zum Verkauf anbietet. Och, Ziel bereits bestohlen. Die heilige Handgranate. Halleluja. Puff. Puff. Schnell weg. Röhrlinge hat ein Schiss. Na gut, ich denke mal, ich habe erstmal genug gekauft hier. Das denke ich aber auch, ne? Ach, Wo Gareth bist ist gar du? nicht mehr auf dem Schiff, ne? Nee, der ist abgehauen. Achso, du bist auf dem Schiff, okay. Ich denke, die Rüstung, die ich habe, ist im Moment ganz gut. Na, Ich laufe komm. mal zum Geist im Wald. Ja. Haben wir die Quest dann auch erledigt. Dann können wir zu den Kühen gehen. Kühe hört sich gut an. Ich mag Kühe. Juhu! Ach, diesen Geist meinst du? Ja, der mit Gavin. Jo. He takes the head in his hand. May maggots bugger you for all time. You, get that map of yours on hand. I feel the pull of the hall. It's my time. This must be Garvin's mentor, buried in a shallow grave.
Ach so, okay. Wenn wir da gegraben hätten, hätten wir einfach nur seine Überreste hier. Ach so. Da war sonst nichts drin. Aber er hat uns die Schatztruhe eingezeichnet. Haben wir die schon gelootet? Keine Ahnung. Ich gucke jetzt gerade die Fähnchen an, aber. Ne, es ist kein Fähnchen. Ach, die. Liams Vorrat. Ja, genau. Ne, ich glaube, die haben wir noch nicht ausgebuddelt. Okay. Ansonsten hätte ich tatsächlich erstmal die Kühe gemacht. Mark der Troll, ich glaube, den schaffen wir noch nicht. Ja, könnte schwierig werden. Wir könnten auch Jahan schon mal suchen. Jahan, keine Ahnung. Und ansonsten so langsam nach rechts vorarbeiten, ne? Hanak ist hier noch. Der Lich. Den sehe ich hier nicht mehr. Ach so, ja, und hier ist er halt. Der böse Werwolf. Oh ja. Der böse Honor-Mode Spielstandzerstörer Werwolf. Name ist Stefan. Was? Komm, wir machen den. Der geht gut. Ja, das wäre auch kein Problem gewesen. Oh, Vorsicht, die Tante redet mit dir. Habe ich gemerkt. What's this? Hui. Das hat sich echt gelohnt. Oh, die hat Fertigkeitsbücher für Beschwören. Oho. Aber die will doch auch irgendein Fertigkeitenbuch, ne? Ja, Leichenexplosion. Uff. Hab ich nicht. Alle Beschwörungen und Totems um dich erhalten einen Status, der verhindert, dass sie an Schaden oder bei Ablauf ihrer Lebensdauer sterben. Hartnäckigkeit für 3 Runden. Das ist ja krass. Ja. Kostet hätt Suppe. Hätte ich wohl doch Beschwören nehmen sollen, ha? Huh? Nein, Stefan, es ist einer Beschwörung. Es müssen nicht 5 Leute von 2 Beschwörungsskillen. Nekromant. Aufgeblähte Leiche entdecken, das Erwecken, das ist nicht das, was ich will. Ich weiß leider nicht mehr, wie man dieses Skillbuch macht. Oh, das wusste ich noch nie. Ich habe immer ein bisschen ausprobiert oder nachgeguckt, das weiß ich noch. Die hat auch Polymorph-Klamotten, aber die hast du wahrscheinlich schon gesehen. Hast du Hautverpflanzung? Habe ich noch nicht. Ich habe eh nicht genug Gold dafür. Ich habe noch nicht reingeguckt, was die so hat. Mein Cape ist schon wieder falsch. Ich habe nur noch 1000 Gold. Brauchst du Kohle? Immer. Du kannst auch selber mit dir sprechen, wenn du willst. Du darfst nur nicht sagen, dass du zum Ring gehörst. Aber was? Du wurdest bestohlen? Ach Gottchen. Ah ja, ich wollte gerade sagen. Ja, hier kriegst du 272 zurück. Du Verbrecher, Stefan, ey. Kann ja nicht wahr sein.
Du hast schon so viele Diebstähle begangen, dass du berühmt berüchtigt. Ja. So, was hast du denn hier? Ich hab Kohle, um Sachen zu kaufen. Wo hast du das denn her? Ich weiß es nicht. Also das hier sind, warte, Nekromantendinger. Kann ich mal angucken. Ja. Ach, ich habe nur Polymorph 2. Ach so. Ja. Ist es zu wenig? Geist beherrschen wäre doch was für dich, oder? Was ist denn das für ein... Was brauche ich denn dafür? Beschwören 2. Abgewehrt durch magische Rüstung. Ach so, das ist dieses Betören-Ding, hast ja, du gesagt, ne? Für 2 ja, Runden. Hab ich gesehen, aber nee. Das kann uns hin und wieder den Arsch retten, ne? Ja, aber ich habe keinen Platz dafür. Von mir aus kauft das Buch, aber ich kann es halt noch nicht ausrüsten, quasi. Ah ja, Hauptsache haben. Ja. Und dann verkaufe ich gleich mal ein bisschen was. Ich kann auch mal die ganzen Erotirok-Skillbücher verkaufen. Die benutzen wir ja eh nie. Ups. Oh. Ja, die ganzen Pfeile und sowas. Ach. Die verkaufe ich immer direkt. Teleportation, okay, das behalte ich vielleicht doch nochmal. Teleport-Skillbuch? Ja. Das könnte ich auch brauchen. Ja, dann schicke ich es dir. Hast du Erotirok? Ich bin mir gerade... Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es extra mal gemacht. Braucht 2. Ja, da muss ich gucken. Ich habe auch noch ein paar Nekromanten-Skillbücher. Ich habe ein gestohlenes Buch, Fertigkeitsbuch, aber das hat sie nicht gefunden bei der Durchsuchung. Charlie Schlagohr, ey. Hab ich gehört. Wen soll ich denn da nehmen? Dallas oder Göttliche Orden? Ich habe gesagt, ich stehe nur zu mich selbst und das fand sie okay. Okay, du darfst nichts mit dem Ring angeben. Das, den mag sie nämlich nicht. Dann will sie mit uns kämpfen. So, ich habe Aeroturk. Oh, nur Level 1. Das und auch nur nicht. Durch Ausrüstung. Ja, okay. Dann behalte ich das hier nochmal. Ich schau mal kurz in die City und identifiziere was. Mal gucken, ob du den Zauberstab brauchen kannst dann. Oh, ich schick dir den mal, das könnte was sein. Böser Wolf, okay. Ja. Hast du das dahin gemacht? Nein. Doch. Natürlich. Ich frag nur, weil bei der Karte kann man sich manchmal nicht sicher sein. Was war das? Hier sind Schafe?
Schafe? Ja, da war doch auch mal hier so ein Marker von Spiel gesetzt. Der hieß einfach nur, hier sind Schafe. Oder Schweine? Schweine. Das waren die brennenden Schweine. Ja. Hier sind Schweine. Aber alles, was blaue ist, blaue Fahnen gehören. Blaue Fahnen, was? Blaue Fahnen haben wir gesetzt. Rote Fahnen sind aktive Quests und gelbe Fahnen sind nicht aktive Quests. Was du wieder alles weißt. Dass dir das noch nie aufgefallen ist. Ich habe erst 3 Stunden in dem Spiel verbracht. Ja, so 300, ne? Nö, heute 3. Ja, heute... Ja, das geht ja nicht um heute. Bei meinem Gedächtnis schon. Ja, das stimmt. Du vergisst die ganzen Schwarzwurzelpflanzen hier. Wofür denn? Zum Haben. Das kleine Buch vom großen Rums? Das klingt gut. Erweckt folgende Kombinationen, wenn die Trolle ein Fest feiern kommen. Ach, Feuer und Wasser ergeben hübsche zischende Dampfbäder. Feuer und Öl nehmt ihr, wenn ihr ein begrenztes Feuerchen mal nicht ausreicht. Feuer und Blut, nichts ist schrecklicher als eine Wolke aus Blut. Feuer und Gift ist der große Knall, das Hauptgericht, die Dämpfe sind das Dessert. Aha. Denkt dran, dass ihr jeder Wolke mit Elektrizität das gewisse schockierende Etwas verleihen könnt. Noch mehr Veredler. Wow. Bin echt voll mit Veredlern. Das passt zu dir. Edelente. Aha. Ich würde vorschlagen, dass wir den Lich erstmal noch nicht machen. Der ist nämlich ein bisschen über uns im Level. Und Elite. Wir wissen ja, was passiert, wenn wir hier Elite-Monster versuchen zu töten. Ja, dann steigen wir auch in die Elite auf. Nein. Dann schneidet uns auch die Elite auf. Ja. Ah, so rum. Habe ich manchmal verwechselt. Die Feuertante ist auch ein bisschen krass drauf, oder? Wie war das? Ja. Die Bosse sollten wir ganz zum Schluss machen. Alice Allison. What the f... Die ist nur Stufe 15. Komm, Katja. Also Mark, der Troll, ist Stufe 15. Blütenblatt und Beere. Wie heißt die Mutter? Mama. Ah, ja. Mama. Ach. Hast du schon mit Blütenblatt, Beere und Mama geredet? Die erzählen immer... Die sagen immer nur guten Tag. Das war's. Ja, hab ich. Gut erzogene Bärchen. Ja. Also, dann mal zu Hanak. Was für ein Geräusch war das denn? Irgendwer hat was gemacht. Hast du was gemacht? Ich hab was gefunden. Was denn? Jahan. Ah, ja. Ich gehe da erstmal nicht hin. So, haben wir wieder irgendwas vergessen hier? Ich weiß nicht. Hast du mit Jahan schon gesprochen? Kann sein, aber ich glaube nicht. In der Nähe. Oder wollen wir erst Hanak machen? Ich würde erst Hanak machen. Oder komm zu dir. War hier nicht irgendwo... Ich hol mal das Portal. Der, die das Portal, jawohl. Direkt an der kaputten Brücke, ne? Korrekt. Dann haben wir nämlich endlich mal einen Wegpunkt hier oben hin. Ach, ja gut, dann grillt die einen hier mit Lava auch schon. Ich dachte, die macht hier nur... Nee,
Blitze. Nee, die macht direkt Lava. Hm. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht zu dir teleportieren. Weil ich dann in Lava ende. Ah, ja, stimmt. Großartig. Probier's doch mal aus. Mhm. Nein, probier's nicht aus. Was denn mal so bombastische Ideen? Ja, ne? Das ist fast Wahnsinn. Feuer plus Gift. Woo! Während du hier rumlatscht, ich hol mir mal kurz was zu trinken. Okay. Okay. Upsi! Ja. Nee. Fuß in Kabel, nicht gut. Nee, da hat Jan mich entdeckt hier. Der Jan hat dich entdeckt. Ja. Ach, ich kann euch nicht zuhören. Hm. Oh, das ist kacke. Tote Ohren hören nix. Ach ja. Schön gesund hier alles. Ich habe einen Dämon um mein gotterweckten Herz geschlungen. Ah ja. Ach, ich würde gerne hören, was der so erzählt, ne? Ja, es wäre auch echt großartig, wenn ich das Gespräch hier irgendwie abbrechen könnte, aber das kann ich nicht. Also das ist echt kacke gerade. Hm. Er fragt mich, also er im Gegensatz zu den anderen Malen bedroht er mich eher. Weil ich halt den Dämon in mir habe. Und er fragt jetzt gerade, warum ich hier bin mit dem Dämon. Hm. Ich möchte, dass der Dämon für immer vertrieben wird. Schneidet er dir jetzt dann den Kopf ab? Mal gucken. Oh. Ich bin ziemlich weit über das Stadium der einfachen Besessenheit hinaus. Meine Seele gehört noch mir, da sie Godwoken ist. Aber wenn er sich darauf einlässt, mir zu helfen, riskiert er... Riskiert er was? Alles. Oh. Aber er schlägt meine Bitte natürlich nicht aus, weil er ist ja der Dämonenjäger. Okay. Plan. Zwei Teile. Erst mussten wir ihm einen Gefallen tun... Dann erklärt er uns, wie das mit der Quelle funktioniert. Okay, das ist ja genauso wie vorher auch. Oh. Er möchte, dass wir den Dämon auf der Blutmondinsel töten. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Das ist der Advokat, glaube ich, ne? Jo. Anwaltsliebling. Okay, wir dürfen nicht mit ihm reden, sondern sollen gleich zuschlagen. Und wenn wir doch irgendwie, wenn er uns doch irgendwie anquatscht, sollen wir zu allem, was er uns anbietet, Nein sagen. Mhm. Erinnert mich an die Priesterprüfung in Ragnarok. Ja. Okay, ich hab's endlich geschafft. Ja, ich sehe, wie du dich bewegst. Rett mich! So, dann renne ich jetzt nochmal schnell in den Licht rein. Renn nicht in den Licht.
mich in den Licht. Hm. War eine Sackgasse, hm? Ja. Ja, wenigstens kannst du zurücksetzen. Ich nicht. Du hast dich umbenannt. Extremophil. Ah, immerhin. Also Exorbitant hat ja echt nicht zu dir gepasst, muss ich schon sagen. Extremophil passt da schon viel besser. Kann ich von hier oben auf sie runterhüpfen? Dann wird sie dich wieder angreifen. Ich muss ja nur nah genug dran stehen, oder nicht? Ich springe am besten so, dass ich sie nicht mit meinem Feuer treffe, ne? Aber mit wem quatschst du? Ich quatsche mit dem Magisterritter. Oh ja. Und der spricht gerade mit mir über Hanak, dass er sie niederstrecken möchte. Und ich habe gerade die Möglichkeit, mich ihnen anzuschließen. Hm. Achte auf die Lava, sie ist der Instant Death. Sagt er. So, jetzt kannst du mal versuchen, dorthin zu kommen. Bitte stirb nicht. Und spricht direkt mit ihr. Was ist passiert? Nix. Hallo! Hervorragend. Sieht mich überrascht an. Jo, ich war vorher gerade tot, ne? Ja. Du hast da direkt wieder Lava. Nee, es ist nur Feuer. Was hast du mit den Magistern jetzt ausgemacht? Dass ich mit ihr rede. Ach so. Das tust du ja gerade. Ja, okay, das ist gut. Ja. Ups. Hi. Ich speichere mal. Und zuspringen? Ich meine, man oder? Konnte durchrennen und direkt mit ihr sprechen. Mhm. Ich glaube auch. Wir probieren einfach mal. Willst du springen? Okay. Ich weiß, dass es Überredung braucht. Ach so. Oh. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Sonst würde ich nämlich laufen. Ja, ich könnte dich auch teleportieren, aber du brauchst dann so lange zum Aufstehen. Ja, ich das ist dann richtig. Das ist nicht so schlau. Das ist nur Feuer. Das ist keine Lava, ne? Das ist nur Feuer. Ich renne mal. Bleib mal hier. Ho, 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 ho.